Ja, willkommen zurück. Als nächsten Vortragen darf ich freundlich Roman Jonetzko begrüßen und er wird uns erzählen, wie er mit einem Raspberry Pi die Daten von einem Smart Meter auswertet und was er damit anfängt. Okay, ja, vielen Dank. Ich komme vom Umweltcampus Birkenfeld, das ist ein Außenstandort von der Hochschule Trier hier. Und ja, ich möchte euch unser Forschungsprojekt PEBIS vorstellen. Es geht darum, ein Smart Meter für die Prozessüberwachung einzusetzen. Und dafür haben wir auch eine Anwendung für einen Raspberry Pi geschrieben, das wir auch draußen an unserem Stand dabei haben, das eine Auswertung der Daten, die vom Messgerät kommen, übernimmt. Das könnt ihr euch, wie gesagt, draußen mal anschauen genauer. Ich möchte jetzt im Vortrag ein bisschen auf die Technik drauf eingehen, wie dieses Smart Meter aufgebaut ist und wie die Kommunikation mit dem Raspberry funktioniert. Kurz vielleicht noch mal zu unserem Institut. Wir sind vom Informatikbereich ein Institut, das Institut für Softwaresysteme, was sich mit nachhaltigen Software- und Hardware-Themen befasst. Und im Moment arbeiten 14 Mitarbeiter bei uns mit und 9 Professoren. Und unser Projekt ist von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation gefördert. Die Motivation für uns war, ein Smart Meter zu entwickeln oder beziehungsweise erst einmal ein Smart Meter oder den Markt zu sondieren, ob es Smart Meter gibt, die für eine Anwendung im Bereich des Load Monitoring, also der Überwachung von Anlagen und Maschinen, aber auch von Gebäuden, also Smart Home Bereich, ob es da geeignete Hardware gibt. Und die intelligenten Messzähler, die Smart Meter, die wir vom Markt her kennen, die haben eigentlich nicht die Eigenschaften, die wir für unser Projekt brauchten, also eine sehr schnelle Übertragung der Messdaten. Konventionelle Erfassung, die findet meistens im Sekundenintervall statt, beziehungsweise die Übertragung der Messwerte. Man kriegt meistens Viertelstunden Messwerte bis hin zu sekündlichen Messdaten. Was wir aber haben wollen, ist noch wesentlich schneller Messdaten zur Verfügung zu haben, um eben keine Events, die im Signal auftreten, also wenn Maschinen eingeschaltet werden oder Ähnliches, das nicht zu verpassen. Und dafür waren dann auch unsere Ziele an ein Messgerät, dass wir aktive Verbraucher aus einem Summensignal herauserkennen wollen und auch Verbraucheranomalien feststellen können, also ein Prozessdiagnosesystem auch aufbauen wollen. Und es war eben auch ein Ziel, das Ganze mit möglichst kostengünstigen Mitteln zu schaffen. Und dafür eignet sich eben auch der Raspberry Pi sehr gut. Wir haben den in unserer Anwendung jetzt als Auswerter oder zur Auswertung von Energiemessdaten direkt eingesetzt. Also die Disaggregationsalgorithmen laufen direkt auf dem Raspberry. Wir können es auch so einrichten, dass wir die erstmal auf einen Server übermitteln und dann auf dem Server Disaggregationen durchführen, wenn es also rechenintensivere Algorithmen sind. Das Ganze soll in erster Linie für die Raum- und Klimatechnik angewendet werden. Kühlung von Rechenzentrum ist da so ein Thema, was sehr viel Energie bedarf und welches auch kritisch ist, wenn mal die Klimaanlage ausfällt. Und hier haben wir auch einen recht hohen Prozentanteil, der da auf diese Sparte der elektrischen Energie drauf geht, nämlich 11% etwa. Haushalte und Büros sind wir bei 25%, also da sind schon Einsparpotenziale vorhanden. Unser Smart Meter System soll also unsere Rohdaten aufnehmen von bis zu 3 Phasen mit einer Abtastrate von 8 kHz. Soll eben Strom und Spannung gemessen werden und unser Analysesystem soll am Ende eine Diagnose
ermöglichen, welche Geräte gerade angeschaltet sind, wie der Gerätezustand ist, ob eben auch ein Fehlerzustand vorliegt. Dazu verwenden wir als Merkmale, die wir aus den Strom- und Spannungs-Rohwerten heraus extrahieren, einmal Fourier-Koeffizienten, also die Oberschwingungsanteile in dem Signal, da komme ich gleich noch genauer zu, was das ist, und aber auch die Wirk- und Scheinleistung. Und aus diesen Merkmalen, die wir dann in einer vorherigen Lernphase dem System eintrainieren, also historischen Daten, klassifizieren wir dann beispielsweise mit einem nächsten Nachbarklassifikator oder auch, wo wir aktuell dran sind, mit einer Hidden-Markov-Kette, den aktuellen Zustand, was wiederum dann seine Ergebnisse an das Diagnose, an das Anzeigeprogramm weitergibt. Kurz zum Hardwareaufbau. Bei dem Smart Meter, was wir entwickelt haben, ist es so, dass wir mit oder an, wie schon erwähnt, bis zu 3 Phasen messen können. Das machen wir über Current Transformer, also Strommesswandler, die nicht um das Kabel, um den Außenleiter herum gelegt werden. Also wir brauchen nicht die Stromverbindung oder den Stromeinschluss zu öffnen. Die Messung des Spannungssignals machen wir über Spannungstransformatoren, die also die 230 Volt auf etwas sicherere 9 Volt herunterregeln für unsere Arbeit mit der Platine. Das Ganze wird über einen Analog-Digital-Wandler dann von einem speziellen Atmel-Messchip ausgelesen, der wiederum seine Messdaten direkt einem weiteren Prozessor übermittelt, der diese Berechnung der Oberschwingung, diese Fourier-Transformation vornimmt und die Ergebnisse daraus, also eine wesentlich kleinere Menge von Messdaten, zuvor, wenn wir jetzt die Rohdaten nehmen würden, beispielsweise von 7 gemessenen Perioden, die würden also bei einer Abtastrate von 8 kHz, da würden wir also 1024 Messwerte erhalten, die wir ständig übertragen würden an den Raspberry, und das können wir halt auch dadurch deutlich reduzieren, wenn wir nur noch die Oberschwingungsanteile, die eben durch diese FFT, durch die Fourier-Transformation als Ergebnis herauskommen, also nur noch 40 Oberschwingungsanteile oder 40 Merkmale übertragen müssen, die der Raspberry dann verwendet, in unserem Fall, um direkt die Disaggregation durchzuführen, die Analyse, oder aber auch, wie es jetzt hier noch eingezeichnet ist, um die Daten auf einen Server zu übertragen. Wie funktioniert diese Echtzeit-Merkmalsberechnung? Wir haben vorher mit einem Smart Meter gearbeitet, was im Prinzip Messdaten aufgenommen hat, Messdaten übermittelt hat und dann wieder aufgenommen hat, wo also eine erhebliche Lücke drin war bei der Messung. Also wir haben keine kontinuierliche Messung garantieren können. Das heißt, wir haben beim Anlauf von einem Kompressor beispielsweise eine signifikante Anlaufkurve nur zum Teil mitbekommen. Und das wollten wir eben mit einer Neuentwicklung nochmal verbessern. Und da haben wir das jetzt so gelöst, dass wir unsere Messdaten, unsere Rohdaten in 2 verschiedene Puffer einlesen. Zuerst wird das Ganze in einem Buffer 1 hier dargestellt, eingelesen über einen Interrupt, also wenn der TINDI, also das Messboard 7-mal einen Nulldurchgang gesehen hat, also dass wir wissen, dass 7 Perioden da waren, dann schaltet er über einen Interrupt den Puffer den Puffer, in den reingelesen wird, auf den zweiten um. Heißt, Rohdaten werden jetzt in den zweiten eingelesen. Währenddessen wird dann in den ersten Puffer von den Daten eine Fourier-Transformation durchgeführt, welche dann wiederum in derselben Zeit auch gesendet werden müssen an den Raspberry. Sprich, das Ganze, die Berechnung und das Übersenden muss genauso lange dauern, wie auch im zweiten Puffer wieder neue Rohdaten eingelesen werden und da sind, bevor der Interrupt wieder auf den ersten Puffer umschaltet. Schauen wir uns jetzt die Features an, mal genauer. Ich habe sie eben ja schon angesprochen, die Fourier-Koeffizienten. Was kann man damit anfangen? Wenn wir jetzt beispielsweise mal ein Rohsignal einer Glühlampe nehmen, also ein
fast rein Sinussignal oder eine Energiesparlampe beispielsweise dazu im Vergleich jetzt, die wesentlich mehr Oberwellen im Signal drin hat durch die verbauten Komponenten, wie auch eine LED, dann kann man das auch sehr gut im Fourier-Spektrum, im Frequenzspektrum sehen. Wir sehen hier, die Glühlampe hat beispielsweise nur einen 50-Hertz-Anteil. Die Energiesparlampe und die LED, die haben wesentlich mehr Oberwellenanteile, die aber so verschieden sind, dass man sie damit eben sehr gut auch auseinanderhalten kann. Sprich, diese Koeffizienten, diese Feature nehmen wir, um stationäre Verbraucher eben zu erkennen. Das Ganze funktioniert auch so bei dem Demonstrator, den wir auch draußen aufgebaut haben. Da werden auch diese Fourier-Koeffizienten eben an den Raspberry übermittelt, der alle Kombinationen, die möglich sind von den Verbrauchern, die wir eingelernt haben. Wir haben auch draußen jetzt verschiedene Leuchtmittel eingebaut und Ventilator, und die eben alle durchgeht, welche Kombination eben am nächsten dran ist zu dem, was ich aktuell messe. Das wird im Ausgabeprogramm, was dann hier eine Anwendung, die auch im Browser eben eine Darstellung erzeugt, ausgegeben, welches Gerät gerade angeschaltet ist und aber auch wie die Fourier-Koeffizienten aussehen, hier das Amplitudenspektrum, um zu sehen, wonach hat er denn jetzt klassifiziert. Die Aufgaben des Raspberries, um jetzt mal auf den Teil zu kommen, der für dieses Publikum vielleicht interessanter ist, was geschieht auf dem Raspberry, also die Auswertung der von der Messplatine gesendeten Daten wird in unserem Fall, wie wir es draußen aufgebaut haben, komplett vom Raspberry übernommen. Heißt, er liest die serielle Schnittstelle aus und er führt auch den Algorithmus aus, der zur Disaggregation, also zur Mustererkennung verwendet wird, und er gibt auch eben ein Ausgabefenster gibt er aus, und an dem die erkannten Geräte eben dargestellt werden, wie ich es eben gezeigt habe. Das Ganze funktioniert über einen einfachen Webserver, den wir da eingerichtet haben, der die Daten entgegennimmt und auch die Anfragen dann des Browsers, also des Clients, entgegennimmt und das Ganze dann grafisch darstellt. Heißt, das Ganze ist in Python programmiert, ein Skript, was eben Methoden zum Einlesen und zum Aufbereiten der Daten bereitstellt und auch eben zum Klassifizieren, sowie eben ein Server-Modul, das die Messdatenerfassung reguliert und auf AJAX-Anfragen reagiert. Das clientseitige Modul, was also ein HTML-Dokument beinhaltet, und eine JavaScript-Anwendung, die das Ganze aktualisiert, je nachdem, welche Ergebnisse vom Mustererkennungsalgorithmus geliefert werden, eben dahingehend aktualisiert. Als weiteres Merkmal verwenden wir auch noch transiente Features, also Anlaufvorgänge von Motoren. Hier sind jetzt beispielsweise gezeigt drei Anlaufvorgänge von einem Kondensatmotor, Verdampfventilator, verflüssiger Ventilator, also Motoren, die jetzt im Bereich der Klimatechnik anzutreffen sind, und die sind schon sehr gut zu unterscheiden. Das könnte man mit einem Matched Filter also analysieren. Was wir jetzt im Speziellen hierfür auch mal geplottet haben oder uns anschauen wollten, wie sieht das Ganze beim Raspberry aus, wenn ein Raspberry startet. Hier ein B+, bei dem Raspbian gestartet wird. Wir haben also hier im Systemstart einen deutlichen Peak am Anfang erstmal und dann eben das Hochfahren des Systems, sowie eben dann verschiedene Programme, die wir ausgeführt haben. Eine Prozessorauslastung dann bis 100% ist dann schon deutlich auch erkennbar nochmal. Wir haben also im Normalfall so 3 Watt, die wir hier gemessen haben, an Wirkleistung, an Blind- und Scheinleistung eben um die 7 Watt. Das bedeutet also, wir haben jetzt hier nicht den Gleichstrom gemessen vom Raspberry, sondern wir haben direkt vor dem Schaltnetzteil gemessen,
weswegen dann eben auch so hohe Blindleistungsanteile da sind. Des Weiteren haben wir auch unser Messgerät selbst mal gemessen, wie es da aussieht. Wir haben hier den Verbrauch des Transformators erstmal, der natürlich sehr viel schon mal im Standby, sage ich mal, verbraucht. Im Vergleich dazu, was jetzt das Schaltnetzteil vom Raspberry, also sehr effizientes Netzteil eben, nur noch verbraucht. Und dann eben auch wieder den Start des Raspberries mit der Ausführung direkt des Erkennungsprogramms. Ja, sind wir auch bei 4 Watt ungefähr. Außerdem haben wir uns mal noch vom Orange P das Muster angeschaut, der etwas andere Hardware-Komponenten beinhaltet und auf dem Ubuntu gestartet wurde. Und da sind schon wesentlich mehr Aktivitäten festzustellen, auch beispielsweise bei der Benutzeranmeldung. Ja. Außerdem kann ich vielleicht mal kurz noch zu dem einen weiteren Klassifikationsalgorithmus kommen, den wir im Moment am Forschen dran sind. Das sind Hidden Markov-Modelle, bei denen es darum geht, auch zu erkennen, welchen Zustand oder wie wahrscheinlich ist es, dass ein Gerät in einen bestimmten Zustand wechselt. Manche Geräte wechseln, wenn man sie anschaltet, oder starten beispielsweise nicht direkt in Zustand 3, sondern starten immer mit Zustand 1. Dann würde uns so ein antrainiertes Hidden Markov-Modell beispielsweise auch die Wahrscheinlichkeit sagen, wie jetzt in einen bestimmten Zustand gewechselt wird. Und wenn da eben unnormale Zustandswechsel anfallen würden, dann wären wir uns eben sicher, dass da oder könnten einen Alarm ausgeben, dass man da mal schauen müsste, ob das Gerät noch in Ordnung ist, ob da alles in Ordnung, alles normal abläuft. Ja, das war soweit die Präsentation. Ich habe noch ein paar Folien, was auch so die Kosten und Datenübertragungsrate sowas angeht. Wenn da noch Fragen zu sind, kann ich das noch auch gerne ausführen. Ich denke, ich war ganz gut in der Zeit, dass wir jetzt noch einige Zeit an Fragen haben. Danke. Ja, vielen Dank auch schon mal von meiner Seite. Wie sieht es mit Fragen aus von Seiten des Publikums? Ja? Mich würde interessieren, ganz speziell, ob der Philosophie WLAN-Adapter einsetzen im Hausnetzwerk. Lass mal untersuchen, ob das jetzt Spur und Reinhaut, also Spurzeit mit Sicherheit, oder ob das irgendwie mal helfen? Also meine Störsignale auf die Messung? Da haben wir, also wir haben, unsere Messklemme ist auch eben abgeschirmt, das Kabel. Und wir haben das aber auch schon ohne Abschirmung getestet, also da haben wir keine Unterschiede, was das gemessene Signal angeht, feststellen können. DLAN, also. Ah, okay, nee, das haben wir jetzt nicht. Ja, nee. Nee, dann haben wir das nicht getestet. Also wir haben jetzt nur, sage ich mal, im Normalen. Nee. Ja. Nee, DLAN, also. Was? Also was wir auf jeden Fall messen konnten, ist, wenn beispielsweise größere Verbraucher, jetzt wenn wir an der Hochschule bei uns messen, größere Verbraucher anschalten, dann ist das auch mit einem Abfall der Spannung verbunden. Das kann man jetzt zum Beispiel auch hier draußen testen, da haben wir es glaube ich auch schon probiert. Wenn wir jetzt einen Föhn mit 1 kW anschalten, dann ist das auch durchaus in der Spannung bemerkbar, was natürlich auch ein Problem für unsere Klassifikation ergibt, weil je nach absinkender Spannung sind natürlich auch die Ströme unterschiedlich, die so ein geregeltes Netzteil dann eben auch aufnimmt. Ja, geringere Spannung, dann regelt das natürlich nach oben. Wenn man jetzt nur einen einfachen ohmschen Verbraucher hätte, dann wäre natürlich linearer Zusammenhang, dann könnte man das gut rausrechnen. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass wir bei verschiedenen Spannungslevels da
durchaus unterschiedliche Signale, also was heißt unterschiedliche Signale, aber unterschiedliche hohe Amplituden in den Frequenzanteilen da haben, die ja, dann für alle möglichen Spannungslevels, sage ich mal, eingelernt werden müssen, damit unsere Algorithmen damit klarkommen. Sie meinen, ob das im Spannungssignal direkt erkennbar ist, wenn da gerade sehr viel eingespeist wird? Nee, da haben wir bis jetzt. Ja. Sie haben ja dem Moment gerade, glaube ich, schon. Solaranlage haben wir eine, die sich so selber drehen kann. Ach so, das, aber das ist, nee, das ist nicht mehr in Betrieb. Nee, im Moment. Wäre auch ein interessanter Faktor, ob da jetzt irgendwas da. Ja. Ja. Gut, dieses Windrad, das wird ja in eine Batterie eingespeist. Also das hat ja keine Ankopplung an das Netz. Aber generell mal was so gleich, was der Generator an das Netz. Ja, nee, sowas haben wir noch nicht gemessen. Ja. Ja, bitte. Ich sehe ja gerade Sachen mit Messungen von 60 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die 60 Sekunden dabei durchgejagt habt, oder ob ihr nur die Fourier-Transformation oder ob ihr eine schnelle Fourier-Transformation. Ja, Fast-Fourier-Transformation. Ja. Also wir messen 7 Perioden rund 8 Kilohertz. Und ja, solche Messfenster dann von 1024 Werten, die werden direkt dann in der Radix 2 Algorithmus von, das ist eine Bibliothek, die ist für ein, ja, wie gesagt, das Board, dieses Teensy-Board, was den Prozessor beinhaltet, der uns diese Fourier-Transformation, auf die wir das ausführen, ja, das ist eine Bibliothek, die man dafür verwenden kann, für diese spezielle Fourier-Transformation durchzuführen. Und die benötigt halt eben ja, 1024 Werte. Und ja, die speisen wir komplett. Alles ein, ohne vorher irgendwelche Mittelungen zu machen, ohne ja, also 7 Perioden. Was wir pro Periode machen, ist die Leistung brechen. Wir brechen pro Periode die Leistung. Und da haben wir schon das Problem, dass wir sehr hohe Schwankungen teilweise haben. Sprich, da gehen wir dann auch im Nachhinein meistens mit einer, mitteln wir das Ganze nochmal. Genau, 7000, das heißt, noch was. Genau, also pro Fenster, also in 140 Millisekunden kommt ein so ein Datensatz. Ja. Weitere Fragen? Also die Platine, die Messplatine, die haben wir selbst entwickelt, haben da eine Vorlage auch von einem, als Vorlage ein Atmel Development Board gehabt, wo wir einige Sachen uns abgeschaut haben. Aber die Messplatine ist in erster Linie das, wo wir selbst entwickelt haben, wo man so, vielleicht mal nicht kaufen kann, aber wer daran Interesse hat, das können wir auch durchaus rausgeben. Ansonsten, ja, von der Hardware her, die Messwandler, der Teensy ist, wie gesagt, ein wesentlicher Bestandteil. Das ist eine Art Arduino, mit dem man, ja, wie gesagt, mit der Entwicklungsumgebung vom Arduino da
Programmieren drauf kann. Aber in erster Linie ist es eben die Platine, die da diese spezielle Messung eben ermöglicht mit dem Atmel-Messchip drauf. Aber solche Produkte gibt es mittlerweile auch schon kommerziell, also Neurio oder Smappy. Das sind da auch ähnliche Geräte, die so etwas können. Wir haben die uns noch nicht genauer angeguckt, was da. Also Neurio, da halt weiß ich gar nicht, ob es das schon gibt. Das war auf jeden Fall ein Projekt, was auch über Crowdfinance, ja. Also okay, ihr habt jetzt meistens halt nur einen Sender dabei für die Erdbeermesser, was im Fall gesehen wird, letztendlich, wenn ja, in welchem Sinne kann man quasi die Glocken ansteuern dabei. Ja, dann vielen Dank für diesen Vortrag.